Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen selbst, welche enorme Anstrengungen seitdem gemacht wurden, um der französischen Sprache auch in den neuen Ländern den Platz einzuräumen, der ihr gebührt. Und ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Artikel des Kollegen Markus Reinfried in dem aktuellen Heft Französisch heute, wo er eine Bilanz des Französischunterrichts in ganz Deutschland bis 2012 zieht. Sie wissen aber auch, was heute, zwei Jahrzehnte später, alles noch zu wünschen übrig bleibt. Viele betrachten Französisch immer noch als exotische Fremdsprache und nicht als gelebte europäische Nachbarsprache eines Landes, mit dem wir die engsten wirtschaftlichen, hier, letzte Seite, Seite 57 im Heft 4, die Wirtschaftsstatistik, alles gelesen schon, die engsten wirtschaftlichen, politischen und zivilgesellschaftlichen Verflechtungen unterhalten. Die Romanistik ist zwar kein Orchideenfach mehr im Osten, aber nach hoffnungsvollen Anfängen, wie auch Thüringen, hast du genannt, gibt es so manche Rückschläge. Und das Problem waren und sind wieder einmal nicht Sie, liebe Französischlehrerinnen und Lehrer, Sie, die Sie immer noch oft unter großen Schwierigkeiten werben für Französisch tätig sind, unter der oft ungünstigen Bedingungen unterrichten. Auch hier im Alten Westen übrigens. Und wir ärgern uns ständig und zu Recht über die von der Bildungspolitik nicht eingelösten Versprechen, und dazu gehören übrigens auch die Dutzenden deutsch-französischen Abkommen zur Förderung der Partnersprache, die in beiden Ländern immer noch auf ihre Ausführung warten. Ich habe sie mal gezählt, es waren 59 Abkommen seit 1954, seit dem deutsch-französischen Kulturabkommen 1954. In den Ministerien kennt ihr schon keiner mehr. Doch, chers amis, es wäre zu einfach, den Finger nur auf die Politik zu richten. Denn das Problem sind auch die Hochschulen, die gerade was die Fremdsprachenlehrerausbildung angeht, leider nicht immer auf der Höhe der schulischen und beruflichen Anforderungen sind. Ja, in den neuen Bundesländern sogar einige begrüßenswerte Errungenschaften der DDR-Philologien wieder abgeschafft haben, nämlich die Anerkennung einer landeswissenschaftlichen Ausbildung über Land und Leute neben einer sprach- und literaturwissenschaftlichen Ausbildung, was unter den Bedingungen gefallener Mauern und Grenzen endlich und damit neuer, ungeahnter Reise- und Austausch- und Arbeitsmöglichkeiten wahrhaftig eine noch größere Existenzberechtigung gehabt hätte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre anmaßend, wenn ich mich hier jetzt ex cathedra zum Französisch Unterricht äußern würde. Ich war nie als Französischlehrer aktiv. Ich habe zwar das Staatsexamen, aber dann gab es keinen Platz mehr an der Schule. Also habe ich einen anderen Weg einschlagen müssen. War nicht schlecht. Das waren zwei Jahre Arbeitslosigkeit. Wohl aber darf ich das Motto dieses Bundeskongresses, Faire vivre le français, aufgreifen. Denn ich hatte seit 1994 an der TU Dresden einen der Romanistik exotischen, da explizit gesellschafts- und regionalwissenschaftlichen, heute wieder abgeschafften Lehrstuhl für Frankreichstudien, deutsch-französische Beziehungen und frankophone Welten inne. Dort habe ich fast zwei Jahrzehnte lang zukünftige Französischlehrer bzw. Frankreich- und Frankophonie-Experten für den Markt in Schule, Wirtschaft, Kultur, Medien und anderen Institutionen ausgebildet. Anders gesagt, meine lieben Freunde, Freundinnen, mein Beruf bestand wie der ihrige auch darin, faire vivre le français en Allemagne. Bei der Wahl der Themen meiner Seminare und Vorlesungen, aber auch bei der Wahl der Themen für Abschlussarbeiten, habe ich mich stets, jetzt hören Sie gut zu, von den Lehrplänen für Französischunterricht an höheren Schulen in allen 16 Bundesländern inspirieren lassen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf eine Ausstellung, die wir heute Morgen aufgebaut haben, links, wenn Sie rauskommen, wo ich in einer meiner letzten Veranstaltungen mit meinen Studentinnen und Studenten alle 16, die Lehrpläne, Französischlehrpläne aller 16 Bundesländer auf sogenannte landeskundliche Themen habe
untersuchen, evaluieren lassen. Und diese Themen sind alle auf Mindmaps dargestellt. Und dann werden Sie sehen, was alles von Ihnen verlangt wird in allen Bundesländern. Und da ist spannend. Ich verweise uns auch die Traueranzeige hin, meine eigene Todesanzeige gewissermaßen, wo die Studenten in der Zeit Campus-Beilage das Entschlafen meines Lehrstuhls anzeigen. Schon eine flüchtige Lektüre der Sachthemen, die Sie drüben nochmal bewundern können, im Bereich Landeskunde Französisch macht deutlich, dass ein zukünftiger Französischlehrer, ich bleibe jetzt beim grammatischen Geschlecht, sonst wird die Zeit zu lang, wenn ich jedes Mal da nochmal ein Innen anfügen muss, in den Bereichen Gesellschaft, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Technik, Kultur Frankreichs und der übrigen frankophonen Welt sowie bilaterale Beziehungen eine mindestens ebenso solide wissenschaftliche, institutionell abgesicherte Ausbildung haben muss, wie es die Sparten Literatur und Sprache für sich zu Recht in Anspruch nehmen und daher auch mit entsprechenden Lehrstühlen an den Hochschulen versorgt sind. Erlauben Sie mir jetzt das Motto Ihres Bundeskongresses Faire vivre le français aus meiner Sicht zu hinterfragen und auf den Punkt gebracht lautet meine Frage, was heißt dieses Motto für uns hier in Deutschland und ich werde Ihnen darauf 6 Antworten geben. Erstens, wir sind weder Franzosen noch andere Frankophone, leben weder in Frankreich noch in einem anderen frankophonen Land. Wir vermitteln hier in Deutschland zunächst die Sprache und Kultur eines anderen Landes. Ihre Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen, da mache ich beide Geschlechter, das klingt besser, ist damit einem Deutschlehrer in Frankreich näher als einem dortigen Französischlehrer, der seine Muttersprache mit den damit verbundenen Gefühlen im Einklang mit dem nationalen Werte- und Bildungskanon vermittelt und seinen Schülern nicht auch noch die Geschichte, Kultur, Gesellschaft und Politik ihres Landes erklären muss. Genau das aber alles muss der deutsche Französischlehrer versuchen. Und so steht es ja auch in den Lehrplänen. Faire vivre le français heißt für uns hier in Deutschland also auch faire vivre chez nous le français et la France. Und wer France sagt, muss die ganze Vielfalt dieses Nation, Staat und Republik gewordenen, wunderbaren, faszinierenden Landes Frankreich im Auge behalten und vermitteln. Zweitens, faire vivre chez nous le français et la France. In dieser doppelten Aufgabe unterscheiden wir uns zunächst nicht von unseren Kollegen in Dänemark oder Polen, die Französisch bzw. Frankreich mit dem mehr oder minder empathischen Blick von außen, also als Alterität vermitteln. Und doch unterscheiden wir uns von ihnen. Und zwar mehr, als uns manchmal lieb war und ist. Denn wir stehen hier im Raum einer langen und sehr komplexen Geschichte, die einer unmittelbaren Nachbarschaft, deren jüngste Periode seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von schlimmsten Bruderkämpfen und am Ende vom Horror des Nationalsozialismus gezeichnet war und deren Folgen, ob wir es wollen oder nicht, bis heute auf uns lassen. Meine um die Wende herum geborenen letzten Dresdner Studenten berichten in dem gerade von mir herausgegebenen Essayband Ma France, Dresdner Studenten schreiben über Frankreich, bewegende Erfahrungen auch mit den Schattenseiten, mit diesen Schattenseiten deutsch-französischer Geschichte und deutscher Geschichte. Und sie sind um die Wende herumgeboren. Meine jüngsten Studenten könnten meine Enkel sein. So schreibt eine Studentin von ihrer ersten Begegnung mit ihrer Austauschschülerin Clara in Paris. Diese Studentin war damals 17, als sie dies erlebte. Ich zitiere aus dem Buch. Als wir in Paris ankamen und alle Gastfamilien erwartungsvoll vor dem Lycée Racine auf uns warteten, sah ich Clara und ihre Mutter. Ich hoffte so sehr, dass ich ihnen zugeteilt würde.
wohl war lieber auf den Blick. Ich sollte mich nicht irren und wir gingen einen kurzen Weg am Gare Saint-Lazare lang, die Rue de Vienne hinauf, bis wir links in die Rue de Turin einbogen. Die Wohnung war sehr gemütlich und warm eingerichtet. Sofort fielen mir die vielen kleinen Lampen und der Kamin auf, die für ein wohliges Licht sorgten. An den Wänden hingen viele Zeichnungen, sogar ein Original von Niki de Saint-Phal. Ich wurde schnell aus meiner romantischen Wahrnehmung gerissen, denn der erste Satz von Anne, meiner Gastmutter, an den ich mich erinnerte, lautete: Meine Mutter wurde in Auschwitz ermordet, Clara hat ihre Großmutter nie kennengelernt. Ich war sprachlos und wusste nicht, was ich in diesem Moment entgegnen sollte. Wofür hätte ich mich auch entschuldigen können? Zum ersten Mal musste ich überlegen, was es für mich bedeutet, Deutsche zu sein. Ich fühlte mich unwohl, wusste aber gleichzeitig, ich, ganz allein ich, nun die Möglichkeit haben würde, die Familie Levy, bei Familie Levy ein anderes Verständnis von Deutschland zu vermitteln. Zitat Ende. Diese studentischen Essays legen aber auch und vor allem ein ebenso bewegendes Zeugnis ab von den Früchten einer in Europa und in der Welt einzigartigen Versöhnung, Nähe und Kooperation mit Frankreich. Früchte einer Nähearbeit, im doppelten Sinne, Nähe, statt darin, und in die das europäische Haus nicht hätte gebaut werden können und auch in Zukunft nicht erhalten werden kann. Aus der ehemaligen Feindsprache ist mehr als eine Fremdsprache geworden. Und das unterscheidet uns von anderen Französischlehrern in Polen oder Dänemark. Französisch wurde für uns eine Nachbar- und Freundessprache, was ihr einen anderen Stellenwert gibt als dem Englischen, das seine Omnipräsenz, Omnipotenz, hätte ich fast gesagt, hier heißen ja Organe schon Dienst, Omnipräsenz vor allem seiner universellen, scheinbar universellen Nützlichkeit verdankt. Französisch bzw. Frankreich in Deutschland heißt daher in Besonderheit deutsch-französische Beziehungen. Anders gesagt, faire vivre chez nous le français et la France heißt zugleich faire vivre chez nous le franco-allemand. Und dieses franco-allemand ist, und hier darf man es sein, ist polygam. Es war und ist seit dem Schumann-Plan vom 9. Mai 1950 als Leitfaden in die Textur des europäischen Masterplans eingelegt. Das mag in Ihren Ohren, liebe Kolleginnen und Kollegen, banal klingen, denn je prêche aux croyants ici, denn deutsch-französische Beziehungen in Europa sind Teil ihrer Lehrpläne. Ja, sie haben inzwischen an den Schulen am 22. Januar sogar einen offiziellen deutsch-französischen Tag. Doch selbstverständlich ist dies keineswegs. Selbst im deutsch-französischen Jahr seit September 2012 gab es nur wenige Romanistikveranstaltungen, die sich explizit mit Geschichte, Politik, Mythen und Erinnerungsorten der deutsch-französischen Beziehung befassten, geschweige denn mit dem Élysée-Vertrag. Leider überlassen meine Franco-Romanistik-Kollegen solche Themen meist anderen Fächern oder sogenannten Lehrkräften mit besonderen Aufgaben. So war es auch kein Zufall, dass dem 8. Kongress des Franco-Romanistenverbands, der im September 2012 in Frankreich tagte, erst in Leipzig bewusst wurde, dass er am Vorabend des 50. Jahrestags des Élysée-Vertrags stattfand. Weder das Rahmenthema, es hieß Evolution, Revolution der Medien, noch die Sektionsthemen hatten irgendetwas mit den deutsch-französischen Beziehungen zu tun. Eine eigene Sektion, die sich mit Politik, Gesellschaft, Geschichte, Frankreich oder eines anderen frankophonen Landes befasst hätte, gab es sowieso nicht. Doch am Ende des Kongresses verabschiedete dieser plötzlich eine Resolution zur Intensivierung der deutsch-französischen Beziehungen, in der es unter anderem hieß, ich zitiere: In diesem Jahr blicken wir auf das 50-jährige Bestehen des Élysée-Vertrags voraus, der die deutsch-französische Freundschaft dauerhaft begründet hat. Am 9. November jährte sich zum 50. Mal die visionäre Rede, die Charles de Gaulle in Ludwigsburg an die deutsche Jugend hielt. Die deutsche Franco-Romanistik sieht sich in dieser Tradition. Wir sind die Vermittler und Übersetzer der französischen Sprache, Literatur und Kultur in Deutschland. Wir versuchen,
die zukünftigen Lehrer und Lehrerinnen für das Fach Französisch in seiner ganzen Breite zu begeistern und ihnen eine ausgezeichnete Ausbildung zu vermitteln. Zitat Ende. Soweit so gut. Man ist zufrieden mit sich selbst. Aber nicht mit der Politik. Insbesondere nicht mit dem, ich zitiere, verantwortlichen Bildungsbereich. Gegen sie richtet sich in dieser Resolution ein ganzes Cahier d'Orléans. Als seien sie allein verantwortlich für das in der Resolution beklagte, Zitat, schwindende Interesse an der französischen Sprache und Kultur in Deutschland und für das, Zitat, Schließen romanischer Seminare und das Streichen von, Zitat, Professuren für Französisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war und bin immer gerne dabei, wenn es darum geht, die Politik an ihren Versprechungen und an den gesellschaftlichen Bedürfnissen zu messen und die chronische Unterfinanzierung unserer Bildungseinrichtungen zu kritisieren. Aber hier macht es sich eine Disziplin zu einfach, wenn sie sich selbst aus der Verantwortung herausdefiniert und ihre eigenen Versäumnisse abdunkelt. Dies beklagte schon 1973 Alfred Grosser in seinem berühmten Artikel »Versagen die Mittler, was Deutschland und Frankreich voneinander wissen« in der Frankfurter Allgemein, als er den deutschen Romanisten ihre Absenz in den deutsch-französischen Beziehungen vorhielt und über die literatur- und sprachwissenschaftlichen Kompetenzen hinaus von den Romanisten auch landeswissenschaftliche Kompetenzen einforderte. Und dieser Kritik und dieser Forderung schloss sich dann übrigens die damals gerade gegründete Vereinigung der Französischlehrer an in verschiedenen Resolutionen. Wenn an den Universitäten heute einzelne sogenannte nicht rentable Fächer heruntergefahren und einzelne Professuren gestrichen werden, oft, leider oft, im vorauseilenden Gehorsam bei der Umsetzung technokratischer Bologna-Vorgaben, dann sind es die Fakultäten, ja die Institute selbst, die dies in Eigenverantwortung und gegen den Unwillen der Studenten tun. Der extern ausgeübte Sparzwang ist leider oft ein Vorwand, etwas nicht einzuführen oder interne Flurbereinigungen bis hin zu kollegialen Flurbereinigungen durchzuführen, wie dies jüngst an der TU Dresden der Fall war, als drei landeswissenschaftliche Romanistikprofessuren in literaturwissenschaftliche Professuren überführt wurden. Im Klartext verschwanden. Und schließlich, nun war das Tor ja schon geöffnet, auch die ganze Hispanistik aufgelöst wurde. Und allein die Studenten dagegen protestierten. Und meine Wenigkeit. Wie eigentlich ist das zu vereinbaren, zum Beispiel das Verschwinden einer der Hispanistik, mit der jüngst auch von Bundespräsident Gauck, also von der Politik, eingeforderten Forderung nach Mehrsprachigkeit in Europa? Ich zitiere aus seiner Europarede vom 22. Februar, Zitat, mehr Europa heißt nicht nur Mehrsprachigkeit für die Eliten, sondern Mehrsprachigkeit für immer größere Bevölkerungsgruppen, für immer mehr Menschen, für alle, Zitat Ende. Wenn also der Franco-Romanistenverband in seiner Resolution an alle Instanzen appelliert, den deutsch-französischen Beziehungen das Gewicht zu geben, das ihnen zukommt, Zitat aus der Resolution, dann sollten meine Kollegen es den germanistischen Kollegen im Ausland nachmachen und neben den Literatur- und Sprachwissenschaften endlich einen in Lehre und Forschung gleichberechtigten Bereich mit gesellschaftswissenschaftlich ausgerichteten Kulturraumprofessuren zulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war nicht die Politik, die das seit 1973 verhindert. Es war das Fach selbst, in dem es die notwendige wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Land, mit einer Region, Großregion, Makroregion, als bloßes Orientierungswissen marginalisiert und zuletzt mit der Trompe-l'œil-Formel französische Literatur- und Kulturwissenschaften ein Anspruch auf fachlich-thematische Allmacht über alles ausdehnt, was nicht Sprachwissenschaft und Fachdidaktik ist. Sind Sprachwissenschaft etwa keine Angelegenheit der Kultur? Ist nicht alles Kultur, wie schon Edward Teiler 1871 und später Max Weber postulierten? Warum also keine Lehrstühle auch für Gesellschafts-
und Kulturwissenschaften frankophoner Länder und Regionen. Drittens, faire vivre le français heißt also für uns auch vivre, faire vivre chez nous la France et le franco-allemand. Doch bliebe es bei diesem Satz, wären wir nicht einmal auf dem Stand der wunderbaren französischen Realenzyklopädie von 1900, deren auf 3000 Seiten ausgebreitete enzyklopädische Vielfalt seitdem nie wieder erreicht wurde. Denn Französisch ist nicht nur eine Weltsprache, sondern eine Weltensprache. Das heißt, eine in sehr unterschiedlichen Welten auf 5 Kontinenten, in zahllosen anderen Ländern und Regionen gelebte Amts-, Zweit- und Muttersprache mit jeweils eigenen sprachlichen Charakteren und Profilen. Und diese sprachliche Vielfalt entspricht der Vielfalt der Länder und Kulturräume, in denen unsere Ohren Französisch auch außerhalb des Hexagons wahrnehmen. In Monaco, nicht vergessen. In Belgien, in der Schweiz, in Luxemburg, in den überseeischen Gebieten Frankreichs, in der Karibik, im Indischen Ozean, im Pazifik, in Quebec, Arkadien, Ontario, Manitoba, Alberta, Louisiana und so weiter, in den Ländern des Maghreb, im subsaharischen Afrika. Ich will sie hier nicht im Einzelnen aufzählen, sonst überschreite ich meine Redezeit. Dies ist die weltweite Gemeinschaft der frankophonen Sprecher, Länder und Regionen, die wir auch La Francophonie nennen. In ihr lebt eine sprachliche, kulturelle, literarische, gesellschaftliche und politische Vielfalt. Ein an den Hoch schon lange ignorierter, enormer Reichtum an unterschiedlichen Identitäten. In meinem ganzen Romanistikstudium habe ich als Student davon nie etwas erfahren, übrigens. Ein solcher Reichtum, sodass Französisch sich wahrlich nicht hinter dem Spanischen zu verstecken braucht. Sodass ein jeder, der diesen faszinierenden Raum frankophoner Welten entdeckt, sich fragen muss, warum diese Universalität und Vielfalt immer noch viel zu wenig genutzt wird, um offensiv für die Attraktivität des Französischen als Weltensprache zu werben. Wenn wir also sagen, faire vivre le français, meinen wir auch faire vivre chez nous la francophonie. Viertens, wir sehen, es ist durchstrukturiert. Es versteht sich von selbst, dass wir hier in Deutschland ein anderes Verhältnis zur Frankophonie haben als Franzosen oder andere Frankophone, beispielsweise in Quebec, Belgien oder Senegal. Wir sind so keine saumselige Einheitsfamilie. Für uns ist Frankophonie kein Humanism-Integral, wie einst für Leopold Sédar Senghor. Es besteht auch kein Anlass für uns, die Frankophonie als Resonanzboden für Frankreichs große Ambitionen zu beschwören, wie es kürzlich Jacques Attali, uns vor allem bekannt als Berater von François Mitterrand, im Pariser Nachrichtenmagazin L'Express plädierte er im Dezember für eine, ich zitiere, Défense de cette francophonie qui doit devenir un puissant rassemblement culturel, politique et économique. 220 millions de personnes dans le monde utilisent le français comme langue maternelle. Elles seront 700 millions dans 35 ans si nous réussissons à maintenir notre présence culturelle, notamment en Afrique. C'est la seule langue dont le nombre de locuteurs va ainsi tripler. Cela constitue un formidable atout économique. Tout à fait. Was uns als frankophile Deutsche mit der Frankophonie außerhalb des Hexagons in ganz eigener Weise verbinden kann, ganz abgesehen von unserer persönlichen Faszination für diese kulturelle Artenvielfalt, die wir weitervermitteln können und sollten, wäre zum Beispiel die Erfahrung, die wir machen, wenn wir einmal selbst in einem Kulturraum gelebt haben, in dem Französisch eben nicht die Sprache der Mehrheit ist. Beispielsweise in Kanada. Wir also es mit Frankophonen zu tun haben, die in kontinuierlicher Auseinandersetzung mit einer anderssprachlichen Umwelt stehen, wo es heißt, vivre en français contre le reste de la société. Wo mit stiller Kraft die Identität dieser frankophonen Minderheit bedrängt wird, diese sich aber auch befähigt, sich zu behaupten und immer wieder neu zu erfinden. Das, eine solche Erfahrung, liebe Kolleginnen und Kollegen,
verändert und bereichert nicht nur unser Verhältnis zur französischen Sprache und zur eigenen Identität. Sie reflektiert darüber hinaus gewissermaßen als exotische Fernbeziehung eine Situation, die wir hier als frankophile Mittler im eigenen Land unbewusst täglich leben. Denn auch wir in unseren jeweiligen Metiers und Lebensweisen, wie zum Beispiel die Französischlehrerin in der großen Kreisstadt Aue im Erzgebirge oder im holsteinischen Itzehoe, wo ich herkomme, sehen uns in dieser Sinne schärfenden Herausforderung: faire vivre chez nous le français contre le reste de la société. Das heißt, auch wir als Mittler müssen uns immer wieder neu behaupten und erfinden, faire vivre nous-mêmes. Fünftens, wir sehen, es geht voran. Das ist gut, wenn man das so durchzählt. Ne? Und wenn wir das andere und den anderen blicken, auf das andere und den anderen blicken, und diese an uns selbst, an unsere Schüler und Studenten vermitteln wollen, dann sollten wir immer versuchen, eine Brücke des Verstehens zu bauen. Das meine ich jetzt nicht im Sinne eines Brückenschlags über die Empathie, sondern über den Vergleich. Und möchte Alfred Grosser, diesen deutsch-französischen Mittler par excellence, zitieren, der in seinem jüngsten Buch Die Freude und der Tod eine Lebensbilanz schreibt, ich zitiere: Für mich ist die Grundlage der Wissenschaftlichkeit der Vergleich. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im allgemeinen Denken. Das Wort unvergleichbar ist genauso dumm wie das Wort undenkbar. Wenn man etwas als undenkbar bezeichnet, so nur, weil man es gerade gedacht hat. Unvergleichbarkeit bedeutet einmalig schön und einmalig furchtbar. Diese Feststellung ist logisch nur möglich, wenn man mit anderen verglichen hat. Zitat Ende. Liebe Freunde, dieser Vergleich fängt beim Übersetzen von Wörtern an. Nehmen Sie nur so scheinbar einfache Begriffe wie Patron, Syndicat, Radikal, Zivilisation, Collaboration, Paysannerie, Region, Grève, Service public, Égalité, Regionalisme oder Souveränisme. Und schon öffnen sich Türen, ganze Tore auf den Vergleich der politischen und sozialen Systeme, der kulturellen Werte, der historischen Gedächtnisse, der politischen Kontroversen. Der Vergleich ist umso wichtiger, als wir selbst wie auch unsere Schüler und Schülerinnen, wenn immer wir oder sie in Frankreich oder in einem anderen Land weilen, als Botschafter und als Erklärer der Phänomene unseres eigenen Landes in Anspruch genommen werden können. Auch das ist eine Erfahrung, die meine Studenten in diesem Essay, das Buch kostet uns 10 Euro nur, es ist auch draußen habe ich einige Exemplare mitgebracht, die Sie dann auf der Stelle erwerben können. In Frankreich, liebe Freunde, müssen wir niemandem den Syndicalisme français oder die Bretonen erklären. Wohl aber kann man von uns wissen wollen, warum es in Deutschland keine wilden Streiks und Fabrikbesetzung gibt. Oder was die Sorgen sind, les orables auf Französisch, und wie das mit den Minderheiten bei uns geregelt ist. Der Vergleich ermöglicht es uns, die Fremdheit im anderen aufzulösen, dessen Alterität anzuerkennen oder gar bei mehreren Hinblicken nicht unwesentliche Gemeinsamkeiten zu entdecken und uns selbst auch neu zu erblicken. Um es mit Goethe zu sagen, Zitat: Dies ist ein ganz eigener Spiegel, wenn man sich in einer fremden Sprache wieder erblickt. Zitat Ende. Brief von Zelter. Auch in diesem sich selbst wieder erblicken, sich selbst wieder erblicken, legen übrigens diese studentischen Texte in dem Essayband 10 Euro ein geredetes Zeugnis an. Faire vivre chez nous le français heißt also auch faire vivre chez nous la comparaison. Sechstens. Wenn wir hier in Deutschland als Mittler für die französische Sprache frankophone Kulturen und Länder wirken, dann tun wir das aus freien Stücken, also mit Liebe zur Sache, selbst wenn die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, nicht immer zum Frohsinn einladen. Zu den Mittlern gehört übrigens auch, er sitzt hier
Heiner Wittmann vom Klient Verlag, der seit 2006, vom Klient Verlag, der seit 2006 freiwillig mehr als 1800 meist zweisprachige Beiträge auf seinem Frankreich-Blog geschrieben hat und dann mit Schülern und Lehrern ständig das Motto Faire vivre le français demonstriert, und er tut dies freiwillig. Wir alle sind nicht Mittler als ergebende Diener ausländischer Regierungen, Institutionen, Interessen und kultureller Missionsgedanken. Wir machen dies, weil wir, abgesehen von unserer besonderen deutsch-französischen Deontologie, das französische bzw. frankophone Element als wertvollen Teil der kulturellen Vielfalt in Europa und in der Welt ansehen und damit das Prinzip der kulturellen und sprachlichen Vielfalt verteidigen. Und damit wissen wir uns ein mit jenen mehr als 20 nicht-frankophonen Ländern und Regierungen, und dazu gehört übrigens auch Österreich, die der insgesamt 77 Staaten und Regierungen umfassenden Organisation Internationale de la Francophonie angehören und deren Ziele unterstützen. Umgekehrt, liebe Freunde und Freundinnen, erwächst daraus aber auch die Verpflichtung, und jetzt richte ich meine Worte besonders an den Dean, die Verpflichtung, dass wir die eigene Sprache und Kultur, unsere Muttersprache, ebenso als Teil dieser kulturellen Vielfalt und geforderten Mehrsprachigkeit anerkennen und stärken. Was bedeutet, dass unsere direkten Alliierten, die Germanisten und die Deutschlehrer im frankophonen Ausland sind, sie sind das Spiegelbild unseres Wirkens. Jeder von uns klaglos hingenommene Rückzug der deutschen Sprache und Kultur in Frankreich oder in einem anderen Land oder gar im eigenen Land, mit dem ohnmächtigen Verweis auf die Nützlichkeit des Englischen, wird uns auf die Füße fallen, da er unsere eigene Position bei der Verteidigung des Französischen im eigenen Land unglaubwürdig macht. Faire vivre chez nous le français heißt also für uns auch faire vivre l'allemand chez les autres. Wie also verstehe ich das Motto unseres Bundeskongresses, faire vivre le français, und ich fasse meine 6 Antworten zusammen. Es heißt, faire vivre chez nous en position de minorité le français, la France, le franco-allemand, l'Europe, la francophonie mondiale et la comparaison, ainsi que faire vivre l'allemand chez les autres. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit bin ich am Ende meines von Ihnen gewünschten Impulsvortrags. Und über Impuls habe ich übersetzt mit Anstoß. Bevor ich aber schließe, möchte ich Ihnen danken. Danke. Denn mit Ihrem öffentlich viel zu wenig gewürdigten schulalltäglichen Wirken gehören Sie zu den Mittlern, die der Politiker und ehemalige Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit Bruno Le Maire anspricht, wenn er in seinem Interview mit der Frankfurter Allgemein vom 2. Januar sagt, ich zitiere, wenn man ehrlich ist, driften unsere beiden Länder gegenwärtig auseinander. Deshalb braucht das deutsch-französische Verhältnis Menschen, die eine Verbindung zwischen beiden Ländern herstellen. Zitat Ende. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sind die Cheville ouvrière und die Chevalier dieser immer wieder neu anzufachenden Verbindungs- und Nähearbeit, die wir nicht der Politik allein überlassen dürfen. Möge Ihnen die Freude an dieser Arbeit nie versiegen. Doch dafür brauchen Sie auch den immer wieder von uns neu einzufordernden Rückhalt seitens der Politik und auch der Hochschule. Chers collègues, il faut savoir terminer un discours. Lassen Sie mich damit enden, indem ich auf den Anfang, meinen Anfang, auf den historischen Bundeskongress
der wiedervereinigten Französischlehrer Berlin 1991 zurückkomme. Und damit möchte ich auch einen unvergesslichen, im Dezember verstorbenen Kollegen würdigen, der sich um den Französischunterricht in Deutschland verdient gemacht hat, den Gründervater der Vereinigung der Französischlehrer Jürgen Olbert. Daher möchte ich mit genau denselben Worten schließen, mit denen er, Jürgen Olbert, damals, 1991, seinen Eröffnungsvortrag schloss. Ich zitiere und ende. Chers collègues, maintenant le Congrès est entre vos mains. C'est donc à vous de contribuer à sa réussite, qu'il soit au-delà de tous les objectifs que j'ai essayé d'esquisser, un lieu de rencontre amical et joyeuse. Merci. Politischen und zivilgesellschaftlichen